Nachdem Sebastian also gefahren ist, musste ich versuchen, mir einen Tagesplan zu machen, eine Tagesstruktur. Und das mit dem dreimal am Tag Essen fällt mir als Essgestörter natürlich dementsprechend schwer. Aber es funktioniert und ich sehe Erfolge auf der Waage, das Gewicht geht runter. Und es ist doch schön, satt abzunehmen. Ich fange an, mich mit dem Umstand, allein zu sein, zu arrangieren. Und es ist ganz angenehm, wenn ich eine Ordnung geschaffen habe und diese Ordnung so bleibt. Mein Tag sieht mittlerweile so aus, dass ich meistens vormittags male und nachmittags bis spät in den Abend hinein, beziehungsweise bis in die Nacht hinein draußen sitze und versuche, mich an der Natur zu erfreuen, beziehungsweise wie ein Voyeur am Leben der anderen teilzuhaben. Was aber nicht gelingt. Und ich fühle mich draußen auf der Treppe einfach sicherer als im Haus. Jedes noch so kleine Geräusch im Haus beunruhigt mich ungemein. Und draußen auf der Treppe habe ich dieses Problem nicht. Da kann noch so ein Krach um mich rum sein. Ich weiß, da ist nur meine Natur. Und im Haus ist da... Vielleicht wartet dort meine Vergangenheit auf mich. Wer weiß. Ich war jetzt gerade in Graz und hatte meinen Untersuchungstermin zwecks Gilenia, Blutabnahme etc. Ja, meine Depression hat sich irgendwie nichts geändert, dass sich mein Zustand nicht ändert. Und die Ärztin meinte zu meinen Erzählungen, dass das bei der Reha vielleicht zu viel war, dass man nicht zu viel trainieren kann. Ich würde das nicht so unterschreiben. Obwohl das Training per se war ja nicht das Problem, aber dieses Hin- und Herhetzen und dieser ständige Stress, unter dem man stand, der war das Problem. Gut, ändert nichts dran, es geht mir schlecht. Es soll allen anderen auch schlecht gehen, wegen dem Wetter. Was mir jetzt natürlich auch nicht weiterhilft. Und so... Arbeitstage wie gestern bringen mich wieder extrem an meine Grenzen und zeigen, was alles nicht mehr geht. Sie hatte dann noch den Vorschlag, dass ich ja entweder in eine Psychiatrie oder in eine psychosomatische Klinik in Bad Aussee gehen kann. Ist blauäugig drauf hoffen, dass, wenn das Wetter sich ändert, es mir auch besser geht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich hatte im Anschluss nachmittags ein kurzes Schläfchen und es ist doch kühler geworden. Und ich habe dann mich motiviert gefühlt zu trainieren und habe festgestellt, dass es doch besser geworden ist. Und das gibt mir doch wieder ein bisschen Mut. Das Einkaufen hat super funktioniert heute. Und
Worauf wir in der Therapie erst gestern Abend gekommen sind, ist, dass mir die Ärztin gestern einem Anschein nach vorgeschlagen hat, die neuen Tabletten auszuprobieren. Sie sprach von dem Präparat, ich wusste gar nicht, wovon sie redet. Und wie sie herausstellte, meinte sie dann wohl das Cannabis-Präparat. Das wird ja auch noch spannend. Es ist irgendwie immer dasselbe. Nach jedem kurzen Hoch folgt das nächste Tief und nichts hat Bestand. Und das, was heute Morgen beim Einkaufen noch super funktioniert hat, ist irgendwann im Laufe des Tages komplett umgeschlagen. Ja, und jetzt geht die Sonne wieder unter und ich sterbe einen neuen kleinen Tod, wie in jedem Abendrot. Haha. Und die rechte Hand hat den Dienst quittiert, was mich wieder extrem fertig macht und eigentlich keine produktiven, geschweige denn guten Gedanken zulässt. Ich habe jetzt gerade alles im Sinn, aber sicherlich nichts Heiliges. Einfach nur hier liegen und sterben, das wär's denn. Die letzte Kameraeinstellung des Lebens mit Blick nach oben hat auch irgendwas Idyllisches. Also jetzt hier so abkratzen, stelle ich mir eigentlich ziemlich friedlich vor. Das letzte Abendrot. Was muss geschehen sein, dass das hier so weh tut? Was? Was oder wer hat mich so unglaublich ruiniert? Morgenrot wird immer mehr zum Abendrot und es macht alles keinen Unterschied mehr. Und jeder Sonnenaufgang ist letztendlich nur der untrügliche Beweis dafür, dass die Spirale von vorne losgeht. Ich war heute wieder einkaufen. Es hat alles eigentlich reibungslos funktioniert, aber irgendwie fühle ich mich heute nicht so unbedingt. Mir ist ganz schwindelig und schon gestern Abend gemerkt, als ob mit meinen Augen irgendwas nicht stimmt, wenn ich zur Seite gucke. Und letztendlich gestern Abend die Rückkehr in meine alten Gewohnheiten. Ich weiß nicht, ob ich mich deswegen schlecht fühlen soll oder ob es egal ist, ob ich egal bin. Die innere Anspannung, diese Unruhe war nicht mehr auszuhalten. Und auf eine weitere Tablette folgt jetzt die Abschlachtung. Die Wespen finden mein Blut total geil.
kann mich nicht aushalten. Ich habe mich nicht im Griff. Und mich abzustellen scheint die einzige Lösung zu sein. Bevor ich komplett amok laufe. Ein einziges Schlachtfeld, als ob ich irgendjemanden ermordet hätte. Oder ist gerade das der Triumph, dass ich mich selbst umgebracht habe? Ich kann nicht mehr und ich bin trotzdem noch da. Und ich frage mich einfach wieder einmal, wieso? Wieso alles? Wieso mich verletzen? Wieso Tabletten schlucken? Wieso kotzen? Wieso mich hassen? Wieso mich für alles schlecht fühlen müssen? Ich oder wir spalten uns gerade auf in kleine, fragile Fragmente. Irgendwie ist alles kaputt. Gerade vor wie ein Krieger auf dem Weg in die Schlacht. Aber wenn das mal gut geht. Was bin ich jetzt? Ein Gewinner oder ein Verlierer? Ich habe mit vielen Pausen 600 Meter geschafft, musste aber zu der bitteren Erkenntnis kommen, dass auch die Schiene nicht verhindert, dass der Fuß kleben bleibt. Und jetzt konnte ich nicht mehr viel und bin gerade eben wieder hingefallen. Ich habe mir das Knie blau geschlagen und den Arm aufgerissen. Gut, das am Arm, das fällt dort nicht mehr auf. Ja, ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Eine Sache ist auf jeden Fall sicher. Die Albträume nehmen zu und es ist die Frage, ob das noch Albträume sind oder Flashbacks. Die letzten paar Nächte immer wieder im Halbschlaf eine Hand über meinem Gesicht gesehen und ich war, selbst als ich aufgewacht bin, der Meinung, diese Hand wäre da. Und gestern Nacht war es dann ein Gesicht mit einer Maske, das auf mich zukam. Und ich bin schreiend aufgewacht und war der Meinung, es wäre immer noch da und müsste das Licht anmachen. Das ist alles ein bisschen viel und ich stopfe mich mit Schmerzmitteln zu, wenn mein Weisheitszahn das gerade erfordert. Und müsste ich morgen nicht zur Arbeit, würde ich wahrscheinlich sonst noch was nehmen. Allein der ganze Aufwand vor dem Laufen, dieses Anziehen, Knieschützer, Schiene, Handgelenksschützer, Pipapo. Ich weiß echt nicht, ob es das wert ist. Wenn das Endergebnis hinterher so aussieht, dass
mein Tag noch trüber aussieht als davor. Ich fühle mich schlecht und schuldig im Dauerzustand. Ab und an variiert das Ganze mit Momenten, in denen ich vermeintlich zu mir finde, bis sich wieder Eis zerschlägt. Aber das Schöne daran ist, dass immer klarer wird, dass ein Kind nicht so geboren wird. Und dass es irgendwo, irgendwann einen großen Bruch gegeben haben muss. Ich wünsche nur, ich könnte mich endlich dran erinnern. Und wieder geht die Sonne unter und was zurückbleibt, ist ein Trümmerhaufen. Das Ganze nicht ertragen und mich abstellen wird zu einer neuen Strategie. Vernünftig, unvernünftig, was spielt das für eine Rolle? Irgendetwas hat mich ruiniert und persistiert und lässt mich einfach nicht los. Man möchte doch einfach nur einen einzigen kleinen Moment genießen dürfen. Aber das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, welchen Sinn es heute wieder hat. Ob es eines Triggers bedarf oder nicht. Ich denke, nein, es geht auch ohne. Die Grundschlechtigkeit ist ein Dauerzustand. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Vormittags lief noch einigermaßen alles gut. Und dann hat die rechte Hand wieder einmal den Dienst quittiert. Und ich brauchte eigentlich nur noch einen klitzekleinen Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Dafür hat dann der kleine Kater gesorgt, der mich wahnsinnig gemacht hat. Ja. Ich bin schlecht. Das spielt insofern dann alles ohnehin keine Rolle. Ob ich das jetzt ins Internet stelle oder nicht. Schlecht bleibt schlecht. Wieder eine von den Benzos geschluckt. Einfach so. Aus Spaß. Doch dieses Gefühl von Betäubung will sich nicht einstellen. Alles, was da ist, ist Übelkeit und Schwindel. Und ich denke, jetzt wird Malen erst recht nicht funktionieren. Und es zieht sich und zieht sich und sind bei 45 Stunden.
Ja. Sebastian kommt morgen nach Hause. Und ich sehe das Eis mit gemischten Gefühlen. Und das tut mir irgendwie leid, aber... Aber vielleicht mir selbst so die Antwort gegeben, warum ich heute noch einmal richtig schön austicken müsste. Eine Junggesellinnenparty mit mir allein, mit meiner Klinge und meinen Tabletten und mit Rumpelstilzchen.